Besser geht's nicht. Bei der Uniqlo Wheelchair Tennis Tour gibt es Tennis mit der Extraportion Klasse und der Extraportion Kampfgeist. Zum 30. Mal findet diese Tour statt, davon alle 2 Jahre, wie auch diesmal beim BTTC Grün-Weiß. Wer beeindruckendes Tennis bei tollem Wetter erleben will, ist hier genau richtig. Dem Gewinner winken 22.000 US-Dollar Preisgeld. Für Spieler und Helfer ist das Turnier etwas ganz Besonderes. Also ich finde es ganz schön, man kann anderen helfen, die vielleicht andere Sachen nicht ganz so gut können, weil sie eine Behinderung haben. Und das finde ich einfach toll, dass man denen helfen kann. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, also ich aus der Erwachsenensicht finde es ganz toll, dass wir dieses Turnier hier im Verein haben und bin sehr stolz, dass ich dort helfen kann. Es ist eine tolle Sportart und bei uns im Verein findet es alle 2 Jahre statt. Es gibt ganz viel zu tun, es sind viele Leute aus unserem Verein sehr engagiert und es macht mir eine große Freude, dort unterstützend und helfend zur Seite zu sein. In der Quad-Klasse, die für Spieler und Spielerinnen mit besonderen Einschränkungen ist, stehen sich im Einzel die deutsche Bianca Osterer und der Niederländer Sam Schröder gegenüber. Der Drittgesetzte musste zuletzt krankheitsbedingt 1 Jahr lang pausieren, gibt dafür jetzt aber mal richtig Gas, 100%. Lässig überzeugt er in 2 Sätzen mit 6:2 und 6:2 eingelungener Einstieg. Well, it was the first match that I played in almost a year internationally. So it was just a special match for me. I think Bianca is a great player, but I just played really well today and I just felt like a good match for me. Auf dem Center Court des Vereins muss sich die zweitgesetzte deutsche Katharina Kruger gegen die Dänin Luise Charlotte Willesley Olsen behaupten. Diese zieht aber nur schwerlich dagegen, hat eigentlich keine Chance. In 2 Sätzen gewinnt Kruger das Spiel jeweils zu 1, also 6:1, 6:1. Am Ende sieht es einfach angriffslustiger und entscheidet so die Partie. Ja, das erste Spiel ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Also man muss erst mal reinkommen in den Rhythmus und so. Und von daher habe ich versucht, mein Spiel zu spielen und nicht ihrs. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut geglückt. Auch der Erstgesetzte Michael Schäffers zieht ordentlich die Zügel an. Sein Gegner hat nicht zu lachen. Steffen Sommerfeld, der Deutsche, muss sich aufgrund des erwartet guten Angriffsspiels und der harten Schläge seines Gegners mit einem Endresultat von 0:6 und 1:6 ja mehr oder minder zufrieden geben. Am Ende aber Fairplay, beide geben sich natürlich sportlich die Hände. I like to play on clay and I know Stefan pretty well. So I did what I had to do. I played with a lot of pressure and I know that he doesn't like that a lot. So and it felt good for me. So it looked like an easy match, but mentally it was a tough one. Oh, I like Berlin. I mean, I'm coming here for a couple years already and I won the tournament a couple times. I always like it here and I mean, it's a nice facility. Courts are good and I always love to come back. Wer spielt, muss sich auch ausruhen. Das ist ja klar, nach den Einzelspielen war erstmal großes Relaxen angesagt. Während die Leute in der Gastronomie das Essen genießen, bereiten sich auf dem Platz das deutsche Duo aus Anthony Dittmar und Sven Hiller auf ihr Aufeinandertreffen mit dem niederländischen Duo Michael Schäffers und Ruben Spargarden vor. Die Niederländer sind die klaren Favoriten in diesem Match, doch die Deutschen geben nicht auf. Schäffers und Hiller machen ihnen gewohnt das Leben schwer gegen ihr starkes Spiel, ist aber fast kein Kraut gewachsen, nicht anzukommen. Im ersten Satz gelingt es den beiden Deutschen, 2 Spiele immerhin zu gewinnen. Im zweiten Satz müssen sie sich mit lediglich einem zufrieden geben, sind am Ende dann geschlagen mit 2:6 und 1:6. Die Niederländer gewinnen das Doppel-Viertelfinale. Wir haben natürlich gegen die an 1 gesetzten gespielt. Die spielen halt Weltklasse und wir haben alles gegeben und im Endeffekt ja, haben wir halt es nicht geschafft, sagen wir mal so. Ich kann mich Sven nur anschließen. Wir haben gegen die Nummer 1 gesetzten gespielt, letztes Jahr schon. Dieses Jahr haben wir uns ein bisschen besser geschlagen, aber die sind halt wirklich so eingespielt. Die spielen sehr viele Turniere zusammen und die beiden, wie gesagt, stehen nicht umsonst da in der Weltspitze und ja, die haben verdient gewonnen heute auf jeden Fall.
Das Turnier ist noch lange nicht am Ende und es lohnt sich auf jeden Fall beim BTTC Grün-Weiß vorbeizuschauen. Die Weichen sind noch nicht gestellt. Bis zum Finaltag gibt es noch einige Matches. Tolle Spannung, tolle Stimmung, großartige, klasse Tennis-Vorführungen. Hoffentlich genauso.